Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koani und bei XCOM 2. Lange ist es her, seit ich letzte Folge aufgenommen habe. Momentan ist einfach viel zu viel los. Unter der Woche haben wir hier Bauarbeiter unter meinem Fenster, die mega laut und sonst irgendwas sind. Das heißt, ich kann nachmittags nicht aufnehmen. Abends habe ich Besseres zu tun, als XCOM aufzunehmen. Und ja, jetzt ist Wochenende, jetzt werde ich die ein oder andere Folge machen können, aber auch nicht viel. Also geduldet euch, es werden jetzt ein paar weniger Folgen kommen. Ja, danke für die Comments, die ihr mir schreibt über Skype, über YouTube, über den Nerdpool. Für die vielen Tipps. Und ja, ich möchte direkt mal ein bisschen was zu sagen zu so Posts, die ich bekommen habe. Leute, ja, also wenn es nach euch ginge, würde ich nur mit Snipern und Psioniker spielen. Das geht nicht. Ihr könnt euch hier nicht einfach aussuchen, was ihr wollt. Ihr dient dem Nerdpool als das, was ich vorgebe, ist das hier dient. Nee, Leute, also nur Sniper und Psioniker geht nicht. Ja? Und auch hier dieses, rekrutiere mich doch endlich mal. Ich habe schon vor, keine Ahnung, eine Milliarde Folgen, habe ich gesehen, ich bin im Pool drin. Leute, guck mal hier, Vorräte 13, ja? Ich kann mir keinen Soldaten leisten. Ja? Also, ein bisschen den Ball flach halten. Ihr kommt schon alle irgendwie dran. Aber jeder dann, wenn er halt drankommt. Und als das, was ich dann gerade brauche. Ja? Also, ein bisschen chilliger, die ganze Sache. Und, ja. Gehen wir weiter. Hier. Die Kreatur, die ihre Soldaten besiegt haben, war offenbar wichtig für die Aliens, Commander. Hoffen wir, dass die geborgenen Überreste sich als ebenso wichtig für unsere Bemühungen herausstellen werden. Osteuropa. Ich wollte mal Kontakt herstellen. Ich weiß auch gerade nicht, deutlich. Neue regionale Kontakte gefunden. Was am meisten Priorität hat gerade. Ich brauche unbedingt den Tech-Fortschritt, aber ich brauche auch neue Soldaten. Wir haben viele Soldaten. Ranger berechnet neuen Kurs. Und dieses Psi-Labor will ich schon gerne haben. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. So, neues Forschungsprojekt. So, wir können jetzt das Psi-Labor bauen, wenn wir denn Geld hätten. Ja. So, wir erforschen mal die Knappenrüstung. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. So, wir haben eine Brandgranate hergestellt. Sehr gut. Dann gehen wir mal zurück. Und stellen mal was Neues in den Testbereich. Hoffentlich irgendwas, was keine Vorräte kostet. Experimentelle Munition. Das Bloonscreen-Protokoll. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Wir werden bald vermehrt auftauchen. So, das heißt, es ist ein Vergeltungsschlag. Setze Kurs in Westafrika. Wir werden gleich sehen, unsere Soldatenvorräte sind auch ziemlich erschöpft. Wir sind alle krank oder. Ich zeige euch das gerade mal hier. Alles verwundet. Ich brauche auf jeden Fall, Leute, zwei Spezialisten. Ich brauche nur. Drei Scharfschützen haben wir. Drei Grenadiere haben wir. Ich brauche nur noch zwei Spezialisten. Ja, einen Spezialisten. Auf jeden Fall noch. Und dann die Psioniker. Mit dem Psi-Dienst. Das heißt, ich werde erst das Psi-Labor bauen und dann mit den neuen Rekruten.
Piloten, die man ja relativ schnell machen kann. Dann die Psioniker ausbilden und dann die zwei Psioniker drin haben. Und dann, ja, zwei Psioniker, einen Spezialisten. Wir brauchen einen Ersatz für den Kampfhacker, also für den gefallenen Karten. Vielleicht wird das Karten der zweite, vielleicht auch jemand anders, mal sehen. Wir haben noch Manu, den wir noch mal neu generieren müssen. Aber wir haben noch Leute wie Blattsport hier in der Liste, die auch noch warten, dass wir das Spiel machen. So. Auf jeden Fall keiner von euch wird mehr Sniper, solange ich hier noch genug Sniper habe. Und da habe ich genug. Da hättet ihr eigentlich mal gucken können, ne? Also wenn ich hier schon einen ganzen Beutel voll Sniper habe, ich will Sniper werden. So, naja. Ich weiß ja nicht. Das hat mich ein bisschen war ich not amused. Not amused über dieser Punkt. So. So, was schlägt er mir hier vor? Zwei Sniper schlägt er mir vor. Wir haben zwei Ranger, drei Ranger. Nee, der Max Monster ist ja kein Mensch, der ist ja Specialist. Und unsere einzige Möglichkeit zu heilen. Das heißt, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier diese komische Hackvorrichtung braucht man nicht. Dafür gehen wir in die Metgranate. Wir brauchen noch Grenadier, würde ich sagen. Hier haben wir noch den Oldschool mit. Der hat hier seine Säuregranate noch. Wir können auch noch mal eine neuen Granaten mitnehmen. Was Tolles hier für Plastikwürfel mitnehmen. Wenn man einen Nanoschuppen lässt, du kannst eh keine Granaten schmeißen. Dann kannst du da hinten stehen und ballern. So. Komm hier. Du nimmst mal einen Brandschrank also auch noch mit. Obwohl, nee, hier. Hier. Drachengeschosse. Ja, Drachengeschosse. Das ist doch nicht. Zieh den Brand stecken, um eine Chance zu stecken. Ja, hier, die Zielsicherheit ist noch relativ gering. Ich brauche unbedingt hier eine Aufwertung. Ich müsste eigentlich vielleicht mal, wohl in den Schwarzmarkt haben wir auch schon ziemlich geschröpft. Es ist alles... Nee, es läuft einfach nicht, Leute. So. Der Oldschool, der Machete, Max Monster, Engai, Löffel und Backfisch. Und Löffel und Private Oldschool, RP. Der versucht, den Verkehr auszuschalten. Hoffentlich. Sky Ranger eingesetzt. Sind in Position für den Einsatz. Einen großen Vorteil. Wir haben zwei weitere periodisch ausgesendetes Notrufsignal und soweit wir wissen, schlagen die Aliens gegen einen Außenposten des Widerstands zurück. Es sieht nicht gut aus. Wir rücken aus, um das Gebiet so schnell wie möglich zu sichern. Neutralisieren Sie alle Feinde. Ich meine, der wäre uns nicht. Minus 1-5, okay. Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Adlans Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Okay, alles klar. Wir haben zwei Leute, die in Concealment sind. Die werden wir nach vorne schicken. Hier unten sind doch direkt schon Leute. Und bei unserem Glück werden wir auch direkt faceless. Jawohl. Aus mit dir, Engai, rette doch direkt schon mal den ersten. Dann finden wir direkt schon zwei Mutons und einen Berserker. Alles in Ordnung. Und jetzt los!
Alles klar. Hoffen wir nicht, dass wir sie aufscheuchen. Kann unser Sniper die denn schon sehen? Jetzt. Wo ist der Sniper? Nee, noch nicht. Okay. Dann. Max. Okay, den zweiten Typi kriege ich nicht, weil ich sonst entdeckt werde. Good to know. Dann bewegst du dich mal hier. Bestätigt, drücke aus. Sehen, hat nämlich Concealment. Ja, gut. Er hat auch noch Concealment. Sehr strange. Okay, Bero. Hier neben. Jetzt müssten. Die Bero dürften sie nämlich jetzt sehen. Ja. Bero hat 100% auf dem Berserker. Jetzt schon mal Feuermarsch machen. Das ist das Fieseste, was da oben rumläuft. Ja, das ist ein Mutter und so ein Kacke. Aber ich denke, es wird auch noch Momente in diesem Spiel geben, wo wir uns über Mutants freuen. Ich glaube, wir wird es auch geben. So, wir haben hier natürlich wieder keine Deckung. Das ist hervorragend. Genug gewartet. So, wie sieht das aus hier mit Brandgranaten? Kriege ich da zwei von den anderen mit? Ich liebe es, ich liebe es. Anscheinend nicht. Maus. Zack. Brandgranate. Sehr schön. Brennt. Ich glaube, wenn die brennen, kriegen die einmal zwei und einmal einen Schaden. Das heißt, der große Berserker ist immer noch nicht richtig vernünftig tot. Aber der eine Muton auf jeden Fall schon mal so gut wie. Affirmative, moving out. Wir machen können so in Oldschool. Ich hoffe mal nicht, dass hier noch was rumsteht. Ich nehme mich hier Cover für den. Drücke zu Zielkoordinaten vor. Ja, so weit nach vorne werden sie nicht kommen. Dann werde ich die beiden hier finishen können. Und dann bringt die Brandgranate zwar nicht hin. Er kriegt den Weg gar nicht. Die beiden kriegt er. Dann ist aber der große, der dicke noch da. Der ist aber in Rage und wird den Zivilisten angreifen. Das heißt, die ist für dich. Die. Ich hoffe, ich irre mich dann. Das heißt, der eine Mutant ist tot, der andere hat kein Schild mehr. Der Max ist sogar noch dran. Perfekt. Breche ich das Machine mit dem Ding? Ja, das ist mir zu risky, ob du den Zivilist ist. Der ist erledigt. Im Zweifelsfalle solo Sie haben mich gesehen. Angreifen. So, greift der Mutant den Zivilisten an oder greift er uns an? Vorne. Wahrscheinlich noch ein Mutant oder ein Viper. Gut.
das auch gewesen sein? Wir verzeichnen schwere Verluste unter den Zivilisten, Commander. Wir müssen das beenden. Halt's Maul! So, der Newton geht tatsächlich auf uns. Sie haben mich gesehen. Hat jetzt den Engel gesehen. Hat er noch einen Schuss? Ja. Oh, er hat eine Granate. Fuck! Das fühlt sich nicht gut an. Mir geht es gut. Man braucht den Lager in Ihrem Angriff. Okay. Okay. Oldschool. Du brauchst einen Kill. Bestätigt, drück aus. Gib ihn. 70% nur, habt ihr das gesehen? Krass. Feind eliminiert! Da hat er sich die Beförderung verdient. So, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich den Sniper nach vorne kriege, dass der vernünftig ist. Moving to designated coordinates. Pistolen overhead. Ich kann sowieso nicht viel machen hier. So. Machete. Schön umgeschlagen jetzt. Geil. Richtig gut. Und los geht's. Der alte Mann immer wieder für einen Feuerschutz. Für eine Verletzung gut. Ein Engel zieht sich nach hier vorne. Dann können sie rücke aus. Gerettet. Und jetzt Bewegung. Okay. Zwei haben wir schon mal gerettet. Hier in dem Haus sind noch ein paar. Bete Feuerschutz! Hier. So, Bete. Hat jetzt hier wahnsinnig die Auswahl. Ich schätze mal, go, go, go. Auto. Ich hoffe mal nicht, dass das explodiert. Ich meine, das ist ja eher so ein Wrack. So, und der Max, den ziehe ich nach hier. Wechsle Position! Und dann werde ich jetzt schon die Gremlin-Heilung raushauen müssen. Und zwar für die Magnete. Heilen! Was Special ist einfach so gut. Die späteren Skills von denen finde ich auch richtig gut. So laufen und dann automatisch in Overwatch gehen, ey, richtig geil. Paul Smith, nein, nicht Paul Smith! Jeder nur nicht Paul Smith! So. Machete. Trusting you here. Go, get out of here. Puh, okay, aber kein Faceless One. Sind alle jetzt auf der Seite. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das hier könnte ein Faceless One sein. Dann gehen wir mal in Overwatch. Machen wir das ganz langsam, Leute. Ganz langsam. So, wenn ich hier hingehe, und das ist ein Faceless One, dann wird er sich enttarnen, wenn ich hier stehe. Dann kann ich noch zurücklaufen. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Advent Bodentruppen. Okay, eine Weite. Das war kein Faceless One. Anscheinend. So, ich kann mich wieder bewegen. So, dann lockt ihn ein bisschen raus. Der nächste Griffel hat schon einen Schuss. Der Schildträger wird auf jeden Fall sein Schild gleich machen. Die Viper ist am gefährlichsten. Ich warte hier, ob das die Griffel noch.
bisschen. Oldschool, du wirst auf jeden Fall. Was ist denn mit meiner Maus los heute, ey? Ich hasse das, ich hasse das. Bin auf dem Weg. Kannst du da was sehen? Ja, da ist was sehen. 28% auf die Viper. Wie sieht's mit deinen Granaten aus? Du kommst gerade mal bis zur Viper hin. Gerade so. Jetzt dann Säuregranate. Raten müsste, was die machen, ist, die Viper läuft nach vorne, zieht den Engel raus und die anderen beiden schießen auf den. Nur der eine wird auf den Engel schießen. Oder wird es im Nahkampf attackieren. Das ist ja ein Stun-Lancer. Der wird das Schild machen. Ich meine Overwatch hier. Mir entgeht nichts. Du gehst auch in den Overwatch. Overwatch! Du gehst auch in den Overwatch. Stehst hier in voller Decke. Mir entgeht nichts. So, du heilst dich erstmal. Gremlin, medizinische Protokolle. So, und dann hast du nicht viel zu tun. Außer auch in den Overwatch zu gehen. Mir entgeht nichts. Musst du nicht viel. Musst du nicht viel reißen können. Berserker. Nahkampfattacke. Und da hinten ist noch ein Stun-Lancer. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Immer ruhig. Ich hab da schon ein paar Leute, die profitieren. Das sieht hässlich aus. Willst du mich verarschen? Da hab ich das Gefühl, irgendwie... Das sind voll die Mega-Viecher hier. Und, interessiert mich. Ausgeschaltet! Zieh sich das an! Ich muss meine Waffe aufgewertet bekommen! Hier, Max! Ich habe die Ware! Liegt alles nur an dir! Weißt du, sobald der Engel geschützt werden muss, läuft er zu hoch vor. Peter, du hast ein Problem. Kriegst du das weg, das Problem? Ich würde jetzt hier zeigen, ob ich den weg kann. Crit Chance, 15%. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leben. Ich hoffe. Generell stehst du hier aber auch mit dem Schein. If you say so. Komm, das kauft den. 7 Schaden. Perfekt. Leru ist der Main. Draining ammo fast.
der braucht sie denn noch Kills? Die Plastikliffen braucht Kills. Kills! 99% Plastik. Yes! Enemy eliminated! Hier mit den anderen Granate jetzt. Kannst du jetzt kannst immer noch Boomi greifen. Backfisch. Wie sieht's bei dir aus? Das ist endlich! So, Granate. Kriegt auch noch nie weit. Ach, verdammte Scheiße. Was ist das hier für ein Müll? Unterstützungsfeuer. Die Viper niederhalten. Legen wir endlich los. Nein! Kacke. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war ganz schlecht. Hilfsprotokoll. Möglichst schnell zu Backfisch. Houston, wir haben ein dickes, fettes Problem. Aber ein richtiges Problem. Ich bin bereit! Bestätigt! Rücke aus! Ich blende sie! Rechts die Granate fließt nach links. Also fliegt nach links. Verstanden! Bewege mich zum Ziel! Werfe Granate! So. Jetzt hoffen wir das Beste für Backfisch. Die Säure tut eh übriges, das ist gut. Ich sehe Edmund-Truppen! Wird ja nicht einfacher, wir müssen die nächste Zeit mit Jukis durch die Gegend laufen. Ja, okay, das war jetzt das Protokoll und die Granate. So weit, so gut. Backfisch, raus da. Raus da. Jetzt komm ich! So, Rutsch! Steh unter Beschuss! Na, und schießt das Kap aus. Gewartet. Kann die da nicht stehen lassen. So.
Heilung auf Engai. Medizinischer Modus. Ich hab bald keine Heilung mehr. Aber ich brauch dringend auch irgendwie Rüstung oder so. Das ist... Meine Soldaten sterben mir hier sonst echt wie die Fliegen weg. Sinnvoll ist jetzt ein Rückzug jetzt gerade. Bin dabei! Hoffen, dass die ganzen Leute nicht weit genug kommen. Reloaded! Feuerschutz. Got it covered! Kann das wenigstens angreifen. Da wird was um die Ecke kommen. Begebe mich zu dieser Position. Feuerschutz! Affirmative, covering now! Biete Feuerschutz! Bin gespannt. Der Säure brennt. Zivilistenplatz. Das ist Sniper. Erledige ihn. Good riddance. Ulrich, nein! Okay, dann setzt sich jemand freiwillig den Leuten aus. Yo, durch zwei... Nein! Ich will nach Hause! Ja, lauf nach Hause. Das ist eine super Idee. Legen wir endlich los! Das große Problem ist, niemand sonst sieht den Berserker. Ich weiß nicht, ob die kontern. Ich weiß nicht, ob die kontern können. Die normalen Mutants können kontern. Fuck. Das Stück Löffel muss auch nachladen. Ready to rock. Got it covered! Vorne ist...
sind Leute, die schießen wir dann in die Flanke. Okay, I'll go. Gib ihm. Was? 100%, habt ihr doch gesehen, ne? 100% Schuss. Ich krieg zu viel, Leute. Zieh los! Jetzt hoffe ich, dass der Engel den Berserker sehen kann von hier oben. Kannst du ihn sehen? Nein, du kannst ihn natürlich nicht sehen. Scheiße. Bin dabei! Befehl bestätigt! Bestätigt! Überwachung läuft! An der Oldschool ist es wahrscheinlich hier. Backfisch auch. Yo! I've got eyes on an advent position! Yo! Genau. Klar. Noch ein Mech. Ja, der Feuerschutz geht für die Viper drauf und statt für den Berserker. Richtig geil. Ziel ausgeschaltet. Töte ihn im Feuerschutz. Daneben. Okay, das tat weh. Ja, ich bin mich nicht konzentrieren. Okay, wenigstens lebt er. Das da draußen gleicht einem Massaker, Commander. Die Aliens vernichten das Lager. Ich kann es eher versuchen. Unglaublich schlecht schießen. Willst du mich verarschen? Der steht direkt neben dir. Daneben. Munition verbraucht. Das ist der Max. Hier, 87%. Bin erwischt. Rücke aus. Bei sowas treffen die dann für Crits, ne? Bestätigter Abschuss! Die rechte Seite ist jetzt, glaube ich, so weit geräumt. Scanning! So, du musst hier raus. Du musst dringend in Sicherheit. Volle Deckung. Schon unterwegs! Ja,
Peter muss da auch raus. What's over there? Affirmative. Covering now. Sniper sind einfach kacke. Umso verwunderlicher, dass ihr alle Sniper spielen wollt, die doch einfach so scheiße sind. Ey, nein. Evakuierung! Nach einer Notfall evakuieren! Jetzt! Jo, zwei Leute in Panik. Lancer, hey. Plastiklöffel 59%. Du bist ein Sniper. Hackfisch hat keine Munition. Nachgeladen. Wenn ich jetzt hier die Granate drauf schmeiße, ist der Gegner ganz tot. Noch vermutet er nur. Der hat warum auch immer keine Rüstung. Die ist für dich! Begebe mich zur Zielposition. Das sind meine Wurst. 100%. Und er tötet ihn nicht. Es ist doch zum Kotzen. Es ist doch. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Die anderen beiden sind in Panik. Lanzenträger. Macht es mehr Sinn, in den Obo zu ziehen? Das kann man decken. Wir werden auf einen von den beiden gehen, oder wir werden auf beide gehen. Einen kriege ich vielleicht getötet. On Overwatch! Wer tötet denn jetzt mit dem Plastiklöffel? Down. Ja, hallo Mech. Wir haben jetzt ein ganz tolles Problem jetzt hier. Und Raketen. Das war's. Mein Ende habe ich mir anders vorgestellt! Scheiße. Werde beschossen! Vero verblutet langsam. Hey, hey, hey. So. Fisch. Jetzt komm ich. Werfe Granate. So gut.
Boden! Keine Munition mehr! Plastiklöffel. Das ist ein Sniper. Und schießt deswegen daneben. Target still up! Fuck. Muss der Max wieder alles selber machen? Hier? Feind neutralisiert. Negativ, Waffe ist leer. So, da muss man ein Faceless holen. Zu jedem Truppen gehen, um nach Bedarf zu heilen oder wieder zu beleben. Mach das mal. Das sollte helfen! Das heißt, wir würden auch den Oldschool wieder kriegen. Ja, und was ist da hinten mit Beru, du scheiß Drohne? Ach, geil. Ready to go. Geil. Come get some. Geil, geil. Biete Feuerschutz. Ich bin bereit. Scanne Gebiet. Der verblutet nicht. Na? Menes 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Menes 1-5, yes, Status noch bestätigt. Mission erfüllt. Oh. Ja, tut mir leid um den Oldschool. Oh, irgendwie hätte der auch wieder beliebt werden müssen. Ich weiß nicht, was das für ein Bug war. Scheiße, war das eine Kackmission. Auf des Messers schneide, Machete. Auf des Messers schneide. Du hast den Tod schon in die Augen gesehen. Wir brauchen dringend Rüstung, Leute. Es kann nicht sein, dass sie unsere Leute nach einem Treffer von den Gegnern schon irgendwie tot sind. Oder als tot. Mein Herz. Könnt ihr mit einem alten Mann noch nicht machen. Ja, Oldschool. Rest in peace.
deine Säuregranate haben sehr viel gemacht hier. Löffel ist befördert worden, Inga ist befördert worden. Hoffentlich kriegt Löffel ordentlich Zielwasser dazu. Vero ist sogar nur leicht verwundet, weil der Mann hat aber auch heilloses Fleisch. Ich meine, ist nicht allzu schwer verwundet. Wir werden uns lange fehlen. Wir gehen mal in die Beförderung. So, Ingai. Haben wir momentan voll hier auf Speer gespielt. Und einer zu nahe kommt, greift in den Nahkampf. Das ist jetzt nicht das Schlechteste. Unerbittlich haben wir schon mit dem Bären. Und da klingelt's. Ich glaube, dann breche ich hier das Ganze mal ab und zeige euch dann, was ich gemacht habe beim nächsten Mal. Bis dann, have fun, euer Koali. Tschüss! Yeah.